Wollen wir mal die Startaufstellung? VfL, genau, fängt an mit Jane Martens auf links außen, Toni Reinemann Rückraum links, dann Merle Lampe auf Rückraum Mitte, Marie Steffen am Kreis und hier Pam Korsten auf rechts außen und Borutta auf Rückraum rechts. Genau, Marita Koras schließt sich im Tor an. Genau. Dann schauen wir mal, was geht. Merle Lampe hört sich für mich immer noch etwas ungewohnt an. Alle kennen sie unter Merle Carstensen in den letzten Jahren. Ja, aber der Name Lampe ist einfach schon so gängig, dass es mir gar nicht so schwer gefallen ist. Da gebe ich dir recht, ja. Genau, geht schon die erste Jugo-Kreuzung los. Und der erste Ballgewinn durch Mareike Thomayer. Thomayer gut aufgepasst und der Gegenstoß. Und ja, oh, super. Erste Parade, Madita Kohorst gegen super. Viola Leuchter muss es gewesen sein. Ja. Erster Gegenstoß. Also was braucht es heute, um hier aus Oldenburger Sicht zu gewinnen? An erster Stelle würde ich doch mal sagen, eine bärenstarke Torfrau, oder? Ja, bin ich ganz bei dir. Ich würde ganz gerne noch mal eben die Aufstellung von Ludwigsburg durchgeben. Das ist auf rechts außen. Jenny Behrendt, dann kommt Viola Leuchter, die dann Rückraum rechts ausspielen wird. Kaba Gassama mit der Nummer 4. Ah, schade. Schöner Wurf von Pam Korsten, aber leider nicht getroffen. Oh, und fast der Ballgewinn durch Jana Martens. Ah, nee, aber man sieht schon, da ist bei Ludwigsburg, genau. Ja. Du warst am Kreis stehen geblieben und musst, glaube ich, mit Xenia Smits weitermachen. Ja, Xenia Smits ist hier auf Rückraum links. Links außen ist Antje Döll, allen sicherlich auch bekannt. Ja, und Rückraum Mitte spielt mit der Nummer 42 Jenny Carlson, die aber Abwehrangriff wechselt mit Mareike Thomayer. Im Moment zumindest. Ja, und im Tor spielt mit der Nummer 1 Johanna Bunzen. Ja, Spiel startet mit 2 Fehlwürfen. Eigentlich gut herausgespielt gerade vom VfL. Auch der VfL Oldenburg hat einen Abwehrangriffwechsel. 2 sogar. Toni Reinemann, Lisa Borutta gehen runter. Dafür kommen hin Paulina Goller und Lisa Marie Fragge in die Verteidigung. Mal gucken, wie sie es in der zweiten Welle lösen. Ob die beiden erst mitgehen oder den direkten Weg rausgehen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Tempo heute eine Waffe sein könnte gegen Ludwigsburg. Ja, schön zugeschoben. Hier haben sie zu dritt haben sie Kreisspielerin Kaba Gassama bekämpft. Aber sehr fair. Ich glaube auch nur so geht es heute für den VfL. Ja. Wenn man hier eine Chance haben möchte. Auch da sehr schön. Man sieht, Nils hat die Mädels auf jeden Fall sehr heiß gemacht. Die haben alle Bock. Und ja, der Grundstein liegt halt heute in der Abwehr. Und ich glaube auch dann vielleicht im Tempospiel, wenn man sie knacken will. Ja, und wichtig ist es wieder, dass wir eine gute Trefferquote haben. Ne? Wir spielen oft gute Chancen raus. Ja, schönes Tor. Passives Spiel abgeschlossen durch Carlson mit ihrem ersten Tor. 0-1. Ja, und zweite Welle geht Paulina Goller mit. Lisa Marie Fracke geht den direkten Weg raus. Und dann kommt Toni Reinemann wieder rein. Kommen wieder aus der Jugo-Kreuzung. Dann wird Druck aufgezogen. Aber man sieht gute Bewegung in der Abwehr von Ludwigsburg. Ja, Abwehr verschiebt super und wird trotzdem noch offensiv. Ja. Schöner Pass. Super von Pass, Reinemann. Ja. Jane Martens. 1-1. Gut verteidigt hier von Paulina Goller. Aber man sieht in der Abwehr, da Zweikämpfe zu gewinnen, ist auch gar nicht so einfach. Da stehen der Reihe nach Top-Abwehrspielerinnen gegenüber. Das leere Kreuzen jetzt hier bei Ludwigsburg, aber genau. Viola Leuchter. Ah. Ja, die hat auch einfach einen Größenvorteil. Ja, absolut. Aber dann dabei auch noch eine gute Genauigkeit. Ah, das muss ein Freiwurf geben. Ja, ja, gibt der Torschiedsrichter auch. Korrekt. Toni Reinemann wieder rauf. Ja, allzu viel sollte der VfL Oldenburg heute nicht liegen lassen an 100%igen Torchancen, weil das bestraft die HB Ludwigsburg direkt.
Geht auch viel ins Tempospiel, zwei schnelle Außen. Das ist schon eine Top-Mannschaft im deutschen Handball, das kann man einfach nicht anders sagen. Dieser Borota kommt rum, Doppelkreuz mit Toni Reinemann. Ah, und Pfosten, ne? Oder? Gut gespielt, ich weiß gar nicht, Pfosten oder Nebenstor konnte man von hier gar nicht so genau erkennen. Und gerade angesprochen, ja, da ist es. Tempo-Gegenstoß durch Jenny Behrendt. Haben die meisten hier in Oldenburg auch lieber gesehen, als sie die Tore noch für Oldenburg geworfen haben. Das stimmt. Aber das war gerade so die Situation, die wir beschrieben haben. Wir müssen unsere Chancen reinmachen. Ja. Also, Toni hatte eine gute Wurfposition. So, ich meine, es war der Pfosten. Ich glaube nicht, dass die Torhüterin dran war. Wir sitzen hier so tief, dass man das nicht so genau sehen kann. Es standen genau Spielerinnen in der Flucht. Ja. Nur für die Zuschauer zu Hause zur Info. Vielleicht sollten wir öfter über den Bildschirm gucken, Maike. Ja, das ist natürlich schwer. Ich ja, ich mach's auch nicht, aber. Toni Reinemann Schmerzen, aber geht wohl weiter. Was pfeifen Sie? Schritte, Maike? Ja, ich würde sagen, dass Sie Schritte gepfiffen haben. Ja, okay. Und Lisa war auch davor schon zweimal dicht dran. Ja, okay. Ja, und der nächste Ballverlust von der HB Ludwigsburg. Also doch ein fehlerhafter Beginn irgendwie von beiden Mannschaften. Noch etwas nervös, würde ich es mal beschreiben. Ja. Eine sehr offensive 6-0-Deckung, die Jakob Westergaard da eingestellt hat. Ja, tatsächlich. Ja? Aber ich glaube, das ist auch ein Mittel, was irgendwie gegen die Rückraumwürfe gerade von Toni Reinemann gegen die Rückraumwürfe von Toni Reinemann auch irgendwie musst du so offensiv agieren, ne? Glaube ich, genau. Parade müssen wir notieren. Da war was. Schön gespielt, auch das wieder. Klare Torchance, die müssen halt rein, wenn du hier was holen willst. Ne? Ja, und das ist natürlich mutig, gegen so eine große Torhüterin da einen Heber machen zu wollen. Ja, vom Ding her glaube ich immer okay, aber sie war halt einfach zu dicht dran an der Torhüterin, ne, dass da nichts mehr ging. Diese Doppelkreuze sind eigentlich gut, der Pass, wenn der genau kommt, ist der auch super. Oh, den holt sich Jenny Behrendt super. Super, ja. Gegen ihre, glaube ich, sehr gute Freundin Madita Kohorst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, Johnny hat zu allen Spielerinnen hier noch super Kontakte und gute Freundschaften. Ja. Zu jetzigen Spielerinnen, ehemaligen Spielerinnen. So. Ja, das müsste hier jetzt nicht 1-4 stehen. Also das könnte auch theoretisch Gleichstand stehen in meinen Augen gerade. Ja, stimmt. Mit ein paar Fehler weniger, ein paar weniger Fehlwürfe spielen sich die Chancen eigentlich gar nicht so schlecht raus. Mal gucken, jetzt mal über einen Einläufer von Jane Martens. So, und da ist der Heber dann natürlich eine coole Option. Ne? Eine Lampe. Da war der Heber auf jeden Fall eine gute Option. Ja, wenn man in diesem Fall ja, stimmt. Hat aber auch noch einen gewissen Punzen Abstand. Ist rausgesprungen gekommen, aber nur mit einem Arm auch hoch und wieder ein Fehlpass. Ja. Oh, das ist der dritte technische Fehler, glaube ich. Ludwigsburg macht auch echt viele Fehler, das ist wohl wahr, ja. Aber Oldenburg steht, auch wenn sie erstmal in der Abwehr stehen, stehen sie auch gut. Ah. Ja, den hält sie natürlich super, die Johanna Bunzen. Und Jenny Behrendt schon mit ihrem dritten Gegenstoßtor, ne? Ja. Ja, das ist dann tödlich, ne, wenn man die freien Dinger nicht macht. Ja, es war auch wieder eine gute Wurfchance. Nils Bödel sagt hier gerade von der Seite den Spielzug an. Bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Jane Martens mit so einem kurzen Einlauf. Sie wollen hier die Isolation gegen Mareike Thomayer schaffen. Klappt aufgrund des Fehlpasses leider nicht. Und Antje Döll. 2-6. Das muss die erste Auszeit geben. Ja, die gibt es auch jetzt vom VfL. In der 9. Spielminute. Ja, wir hören mal rein, was Nils Pödel zu sagen hat. Ja.
Wir brauchen ein bisschen Verantwortung bei hier, ja. Und wir gehen ja wieder maximal rauf. Ihr seht, extrem offensiv. Hier sind die Bewegungen. Guck mal drauf, wenn 4 ist, Marie, Ari frühzeitig wegziehen und dann gebe ich 1-1. Ja, gut. Merle, wir haben Paulina, wir haben Lotta. Ja, gut. Wir haben einen Wechsel hier rechts raus, kommt Lisa wieder rein. Ja, gut. Wir haben jetzt vorne einen Merle da. Quatsch, Merle spielt da weiter. Ein Schwede rechts, ja. Kommt dementsprechend Paulina hier rauf. Kann bitte als Minus spielen. Gut, als Minus spielen. Bei, zu welcher Seite auch immer, wir ziehen nach da weg, ja. Du gehst hier rein und spielst den Tipppass hier durch die Beine und die Beine hoch. Ja, 9 Meter bei den Beinen. Haben wir 9 Meter. Rauf, wegziehen und du bist dann da 1-1. Ja. Sie geht, Jenny geht mega früh in den Gegenstoß. Vielleicht bin jetzt auf. Ja, eine ruhige Ansage von Nils, was seine Frauen machen sollen, Abwehrangriff. Ich konnte leider aufgrund der Lautstärke in der Halle nicht viel verstehen. Also der Spielzug war auf jeden Fall bis in den letzten Zug geplant und es gibt 2 Wechsel. Paulina Goller und Lotta Röpke jetzt im Angriff dabei für Toni Reinemann und Lisa Borutta. Und dann gibt es einen Abwehrangriffwechsel. Lisa Marie Frage kommt. Ich habe allerdings nicht verstanden, für wen. Ich denke mal, für Lotta Röpke wird sie kommen. Und Nils hat ganz genau beschrieben, was jetzt gespielt werden soll. Ich konnte es nicht genau verstehen. Es soll auf jeden Fall am Ende mit einem Tipppass durch die Beine enden. Ja, das war wahrscheinlich der Tipppass. Und auch der 9 Meter, der jetzt kommt, wurde beschrieben, was gemacht werden soll. Also mal schauen. Und die Riesenlücke für Paulina Goller. Ja, aber wieder kurze Ecke. Und wieder verworfen. Wieder verworfen. Super gespielt. Also die Chancen hat der VfL. Also es müsste hier wirklich nicht so deutlich stehen. Und aus neutraler Sicht wünschen wir uns natürlich irgendwie ein enges Spiel. Manita Koas gibt auf jeden Fall alles. Schöne Parade frei. Da vom Kreis. Also die Chancen, gerade zwischen 1 und 2 und zwischen 5 und 6, spielt sich der VfL wirklich gut raus. Sie müssen halt die Dinger machen, so wie jetzt Lotta Röpke. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Ja, ne? Auf alle Fälle. Also wieder ein Durchbruch zwischen Halb und Außen. Jetzt auch doppelter Wechsel auch bei Ludwigsburg. Ja, und jetzt wissen wir auch, wer Abwehrangriff wechselt mit Lisa. Das ist Merle Lampe. Lampe, ja. Carsten, fast erwischt. Gerade noch gerettet. Ja, mal gucken. Schellner, ja, ich wollte gerade sagen, stellen eigentlich einen sehr guten Innenblock und dann genau dann kommt der Pass. Marie, glaube ich, den einen Schritt zu früh raus. Das Tor macht die 4, richtig? Kabagasama. Und wenn der VfL auf einer Seite kreuzt und dann ein bisschen Druck macht, parallel passt, da ist immer zwischen außen und halb ganz viel Platz. Kann man von hier ganz gut sehen in der Flucht. Die Halle ist auf jeden Fall ordentlich laut, Maike, deswegen manchmal kann ich dich gar nicht so gut verstehen. Okay. So, was ist denn? Ach, der Ball? Ball ist dreckig. Ja. Da wird dann auch nochmal Abwehrangriff gewechselt. Genau, da kommt nämlich Nes Taka. Genau, die Abwehr in den Mittelblock. Ich habe noch einen Namenkunde bekommen von dir vor dem Spiel. Ja, und manche Namen sind ja nicht so einfach auszusprechen bei Ludwigsburg. Das stimmt. Schade, gut gemacht. Lotta Röpke hat auf jeden Fall Tiefe im Spiel. Der Einlauf durch Pam Korsten. Ist auch schon das passive Spiel. Müssen, glaube ich, noch 3 Pässe sein. Ja, 3 Pässe zeigt der Schiedsrichter an. Vermutlich wird eine Kreuzbewegung jetzt kommen. Genau, und da soll jetzt Paulina Goller werfen. Jetzt muss der Wurf kommen. Ja, kommt auch, aber... Noch da ist Johanna Bunzen noch dran. Naja. War nicht ganz optimal ausgespielt. Ah, schade. Ah, schön. Ja, muss man auch anerkennen. Und Bittigheim spielt es auch wirklich schön dann zu Ende. Ne? Ja. Antje Döll mit dem zweiten Treffer. Also Ludwigsburg ist gerade stärker als der VfL. Ja.
Ne? Ja, sagen wir mal konsequenter. Ja, die nutzen halt ihre Chancen. Ne? Einmal das und in der Abwehr auch. Also so flexibel, wie sie da verteidigen. Viola Leuchter, die immer fast bei 9 Meter steht. Ja. Toni Reinemann jetzt auch wieder drauf für Paulina Goller. Hatte nur eine kurze Pause. Ja, eine starke Toni braucht es auf jeden Fall heute, ja, wenn irgendwie was gehen soll. Oh, da muss da 7 Meter, 2 Minuten. Ja, da 2 Minuten, genau. Ja. Korrekt. Entschuldigt sich Mareike Thoma ja auch direkt. Und für die Überzahl kommt Paulina Goller zurück für Lotta Röpke. Auch da ist im Handball ja heutzutage fast immer genau vorgegeben, was in Überzahl gespielt wird. Da gibt es ja schöne Konzepte, jeder spielt es irgendwie anders. Aber ich meine, es ist nicht die Stärke unserer VfL-Frauen. Schauen wir mal, Mike, ob du recht behältst. Merle Lampe löst an den Kreis auf. Ist nicht optimal gespielt, hast du recht? Nein, überhaupt nicht. Dicht am Schrittfehler. Ja. Also in Unterzahl habe ich sie schon fantastisch spielen sehen. Überzahl tun sie sich oft sehr schwer. Ja, mal schauen. Merle Lampe löst wieder an den Kreis auf. Ja, auch da muss ein Schritt mehr in die Tiefe kommen, damit dann der Kreis mit Marie Steffen auch wirklich frei ist. Ja, ärgerlich. 3 eigene Tore nur in der ersten knappen Viertelstunde. Kann nur besser werden eigentlich, die Ausbeute, denke ich mal. Muss einfach besser werden, um wieder ranzukommen. Viele Kreuzbewegungen bei Ludwigsburg, ganz viele Bewegungen. Aber wir haben wenig Kontakt zu den Spielern. Die können kreuzen ist der erste Kontakt mal gewesen, aber das ist, und keine Unterstützung jetzt. Ja, durch diese ganzen Kreuzbewegungen schaffen sie sich dann halt die Isolation im Innenblock. Und dann kann da Xenia Smits 2 Meter links, 2 Meter rechts alleine ins 1 gegen 1 gehen. Ist dann natürlich auch ganz schwer zu verteidigen. Auch das ist einfach super verteidigt. Ne? Und wieder ein Fehlwurf. Von Johanna Bunzen könnte man fast schon gleich die zweite Timeout nehmen, Maike. Was meinst du? Also, ich fand in den ersten Minuten, ganz am Anfang, hat VfL auch sehr aggressiv gedeckt. Da war so eine Bissigkeit, eine gesunde Härte. Und jetzt stehen alle sehr isoliert. Ne? Überall, man kann wirklich Maßband dazwischen packen. Jeder hat 2 Meter rechts und 2 Meter links Platz. Genau, zu viel Platz. Und Viola Leuchter bestraft. 3:10. Nicht das, was man sich aus Oldenburger Sicht hier erhofft hat. Nicht. Mal gucken, Lena Feiniler jetzt. Auf rechts außen, damit sie wahrscheinlich als zweite Kreisspielerin den Übergang macht. Ja, ich habe kurz schon den 7. Feldspieler vermutet und dann habe ich aber gesehen, dass Malita Kors doch noch im Tor steht. Ja. Ja, wird wahrscheinlich eine Option sein, um irgendwie die Abwehr ein bisschen hinten zu halten, um die rückraumstarken Schützinnen mal ein bisschen in Wurfpositionen zu bekommen, denke ich. Das ist einfach genial verteidigt von Ludwigsburg. Ja. Auch zu schnell irgendwie, finde ich. Und ich weiß nicht, wie viel der Fehlpass das jetzt von Paulina schon ist. Oder Fehler. Ja, irgendwie ist so ein bisschen der Wurm im Spiel, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und Antje Doll mit dem 3:11. Und jetzt muss man langsam aufpassen, dass es nicht ganz böse wird. Spielt Ludwigsburg natürlich auch gnadenlos aus vorne. Ah, das ist ein schon Fehler und genial. Zack, also die Stufe gespielt und zack ist die Außen mit einem 5-Meter-Winkel frei. Ist dann für die Torhüterin auch unmöglich oder ganz schwer den Ball zu halten. Schön. Ja, das war mal eine schöne Aktion, wo die Reinemann erkennt, dass sie ein bisschen Platz hat. So, wenn dann der Rückzug passt, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja, das war ein gutes Rückzugsverhalten jetzt nach dem Treffer. Ja, nicht das schnelle Tor direkt kassiert, wenn man dann erstmal in die Abwehr kommt. Aber es ist jetzt auch gerade die dritte, Innenblock-Variante, die da zusammendeckt. Da hatten schon Marie Steffen, Lisa Marie Frage, Marie Steffen, Toni Reinemann und jetzt gerade mit Paulina Goller.
Ich weiß nicht, ob das gerade gewollt ist oder ob sie den Wechsel nicht geschafft haben. Ja, den hält Madita Goas grandios. Schöne Parade von Madita. Obwohl es nicht ihre Ecke war. Doch, war ihre Ecke, Entschuldigung, klar. War ja eine Linkshänderin. Ja, aufpassen, dass es vielleicht, ich sag mal, zur Halbzeit so um die 5 Tore sind und nicht mehr. Und dann Tor um Tor ran. Aber ja, das ist halt auch nicht die Abschlusssituation, die man haben will mit Merle Lampe auf rechts außen. Ja, das stimmt. Und Johanna Bunzen bedankt sich natürlich mit ihrer, ich glaube, 5. Parade. Und ja, und, aber Manita ist auch auf der... Die ist auf jeden Fall im Spiel, Manita Groß. Alles, was sie irgendwie halten kann, hält sie. Okay, ja. Da wieder der Wechsel auf Lena Feiniler, die dann wieder gleich den auflösen wird auf den zweiten Kreis. Ich bin gespannt, ob für Nils noch der 7. Feldspieler irgendwie eine Option ist heute. Wobei, die Chancen sind ja eigentlich, glaube ich, gar nicht das Problem. Die werden sich ja raus, oder die spielen sie sich ja raus, werden halt noch nicht weggemacht. Oh, der ist gefangen. Gefangen, aua. Ihrer 6. Parade. Und Antje Döll, eiskalt. 4. Treffer, 4:12. Aber ist, glaube ich, auch nicht das, was man haben will, ne? Dass dann Toni Reinemann den Wurf über den Doppelblock nimmt. Naja, und vor allen Dingen, sie hat ihn in die Torwart-Ecke geworfen, halbe Höhe, also ein dankbarer Wurf. Ne? Tatsächlich, ja. Aber da sieht man jetzt nochmal klar, ne? Selbst wenn der VfL einen grandiosen Start in die Saison hatte, dass die Kräfteverhältnisse in der Handball-Bundesliga wirklich sehr, sehr einseitig verteilt sind. Und dadurch, dass es jetzt ja die Playoffs gibt, ich habe vorhin nochmal mit Andi Lampe gesprochen, ist auch richtig, dass es keinen 7 Meter gibt. Ja, überhaupt. Genau, und Andi Lampe hat mir nochmal mitgeteilt, es ist Best of 3 in den Playoffs. Das heißt, du musst jeden Gegner mindestens 2-mal schlagen, um weiterzukommen. Und ich hatte nämlich so gedacht, das ist ja eigentlich cool, jetzt, dass vielleicht Ludwigsburg mal nicht so durchmarschiert, wenn man sie nur 1-mal schlagen muss. Aber ja, bei 2-mal wird es dann schon wieder schwieriger. Und jetzt gibt es den Torwartwechsel bei Oldenburg. Aha. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber irgendwas wird sich Nils Büttel dabei denken. Jetzt im Tor Alexandra Humpert. Dann haben wir wieder Glück gehabt, dass der Ball doch nicht abgefangen wurde. Ja, aber ohne rechts außen mit 2 Kreis macht man das Spiel halt auch wirklich eng. Und rechts verschenkt man irgendwie so 3-4 Meter. Ne? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was... jetzt gerade so taktisch in den Köpfen vorgeht da. Also ich will das auf keinen Fall in Frage stellen, aber es wirkt für das die Das war Liga. Aber erfolgreich jetzt. Da belehren sie uns eines Besseren. Ja. Da zeigt uns Nils, dass er der Fachmann hier ist. Ja, genau. Schönes Tor von Lena Feiniler. Ja, auf Rückraum rechts jetzt mit der Nummer 19 Anne Witt. Und Nestaka bleibt jetzt auch im Angriff mit der Nummer 33. Ah, das ist jetzt schon der 2. von Merle Lampe. Ja. Das ist dann natürlich zu einfach und da bedankt sich Jenny Behrendt natürlich. Nimmt die Blumen gerne an. Lotta Röpke jetzt zurück im Spiel für Toni Reinemann. Also ich finde, der VfL braucht wieder, also zwischen Halb und Außen, da ist immer Platz. Da war auch gerade der Kreis, der zum Wurf gekommen ist. Das müssen sie einfach immer weiter agieren. Ja, aber ja, das ist jetzt schön gespielt. Ja. Schön hinterhergezogen von Lena Feiniler. Ja. Und auch schön gesehen, ne, von Merle Lampe. Wir sehen jetzt nochmal in der Slow-Mo. Und halt dann noch einfach mal getroffen. Ja, das auch. Ja, und wir sehen jetzt hier auf links außen Veronika Mahler. Hat auch mal hier gespielt. Auch früher mal, ganz früher mal beim VfL gespielt. Ja. Sehr sympathische Spielerin. Gibt es eine Auszeit von Ludwigsburg und wir hören mal rein, was Jakob Westergaard sagt. Listen, we have to take care about pivots. We are doing nothing, we are letting them run behind us, in front of us. And therefore it's impossible to be aggressive in the middle. And we are a little bit
too aggressive. We are on 10 and therefore it's difficult to help each other. We have to stop the left, the right wing when she's coming over from this side. Yeah. Anna and Viola, this is your job to stop her. Yeah. Call them back if you want to change or you have to keep her. Yeah. And then again, shooting is not a problem for us. Now it's from 6 meters again and we don't want that. Up there. Yeah, good, go. Ja, Jakob Westergaard, der seine Auszeiten hier auf Englisch hält, spricht eigentlich gutes Deutsch. Hat dann wahrscheinlich damit zu tun, dass vielleicht einige Spielerinnen der deutschen Spielerin das noch nicht Deutsch so gut verstehen. Ja, genau. Das denke ich auch mal. Wie lange macht er das schon bei Ludwigsburg? Weißt du das, Maike? Ist 2 Jahre? Zwei Jahre meine ich. Okay. Ja. Maike Thomayer jetzt am Kreis. Ja, das ist dann natürlich so einfach durch die 33 Guro Nes-Taka mit dem ersten Treffer, 6:14. Zeigt die Auszeit auf jeden Fall direkt Wirkung. Oh, jetzt auch dabei am Kreis beim VfL Oldenburg Ariane Pfundstein für Marie Steffen. Also Nils setzt hier fast auf den kompletten Kader schon bereits in der ersten Halbzeit. Ja, wechselt viel bis auf links außen, hat er alles, glaube ich, durchgewechselt. Emilia Ronge, glaube ich, auch noch und nicht. Rechts außen, ja, genau. Die hat außen noch nicht, aber... Aber er hat rechts außen schon gewechselt. Emilia noch nicht gebracht. Ja, sehr aggressive, bewegliche Abwehr bei Ludwigsburg. Ja, schade, dass sie das wegpfeifen. Da war Ariane Pfundstein schon aus dem 9 Meter raus. Aber wir sprechen bisher nicht über die Schiedsrichter, das gefällt mir tatsächlich. Ja, also ich finde, wir machen einen sehr guten Job. Ja, schöne Einzelaktion von Paulina Goller. Ja. Die kriegen es halt hin, dann eine Isolation zu haben und dann hat sie auch Platz. Und einen guten Wurf hat Paulina ja. Stammt ja auch aus einer handballverrückten Familie. Bruder ist auch kein geringerer als der Kapitän der Handballnationalmannschaft der Männer, Johannes Goller. Gibt es da zu Hause wohl andere Themen als Handball? Ich hoffe doch. Ja, und jetzt schon der nächste Innenblock. Sehr super durchgestoßen. Aber es ist jetzt die vierte oder fünfte Innenblock-Variation mit dieser Marie Frage und Ariane Pfundstein. Ich muss noch mal fragen, wer hat das Tor gemacht, Maike? Die Nummer 19, Anne Witt. Anne Witt, okay. Versuchen wir das alles für euch hier zu notieren. Ja, Paulina Goller, sehr schön. Ich hab das Gefühl, Maike, Paulina Goller hat das gebraucht, dass du einmal sagst, dass sie viele Fehler macht. Und seitdem ist es besser seitdem geworden. Läuft's, ja. Gibt jetzt hier den 7 Meter Abwehr durch den Kreis. Mareike Thomayer tritt an. Durfte die, glaube ich, auch schon bei der Nationalmannschaft werfen. Genau, ja. Ne? Und auch bei... Leverkusen hat sie auch sehr oft die 7 Meter geworfen. Ja, ganz locker. Ja, 16:8 für HB Ludwigsburg. Schon recht deutlich. Ist schon ein Brett, leider. Paulina Goller ist auf jeden Fall der Aktivposten gerade im Angriff. Ja, stimmt. Sucht jedes 1 gegen 1. Ja, und sie suchte gerade Lena Feindieler, aber die war von Xenia Smits sehr gut gedeckt. Versucht so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch ein Freiwurf, genau. Müssten noch 3 Pässe sein, richtig. Kommt wahrscheinlich eine Doppelkreuzbewegung. Ne, den direkten Wurf von Potter Röpke und auch und gefangen. Auch wieder gefangen. Ist das die 7. Parade, meine ich, für... Ja, würde ich auch sagen, mindestens die 7. Ja.
Ja, Nils Büttel hier vor uns direkt ist auch wirklich nicht zufrieden mit dem, was hier gerade passiert. Ja, kann man auch nachvollziehen. Weil die können mehr als das, was sie gerade zeigen. Auf jeden Fall. Und für die HB Ludwigsburg scheint das irgendwie der lockere Mittwochsausflug zu werden. Wie es schon vieler oder ganz oft für sie war, jetzt nicht auf Oldenburg bezogen, sondern häufig, sie spielen ja häufig ihre Bundesligaspiele mittwochs. Ja, sie haben ja auch häufig Spiele, die sie auch hoch gewinnen. No. Oh, jetzt aber, passt, ja, nee, jetzt müssen wir abhalten. So, ist bei den Frauen im Handball ja gang und gäbe, dass die Champions League-Spiele in der Regel unter der Woche, am Wochenende stattfinden. Ja, ist so. Ne? Genau, dass dann die Bundesliga-Begegnung dann in der Woche nachgeholt werden. Hat auch damit zu tun, dass es einfach leider noch nicht so weit ist im Frauenhandball, dass es voller Profitum ist. Und damit man sich für Champions League-Spiele nicht immer Urlaub nehmen muss für die Spielerinnen. Ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, so weit, dass die Mannschaften, die Champions League spielen, jetzt nicht mehr großartig arbeiten also gehen Ludwigsburg müssen. Also Ludwigsburg ist eine Profimannschaft. Genau, aber nicht alle Mannschaften, sage ich mal, die irgendwie international spielen. Schönes Tor von Guro Nestaka. Aber nochmal kurz als Hintergrund, es gibt ja auch die European League und bei den Vereinen sind ja nicht alles Vollprofis. Deswegen stehen die europäischen Reisen, glaube ich, hauptsächlich am Wochenende an. Maike, verbessere mich, wenn ich das falsch habe. Nee, es ist für mich nur ganz schwer, dich immer zu verstehen durch die Lautstärke. Und ich kann mich mal ein bisschen lauter stellen, vielleicht hörst du mich dann besser. Aber VfL bleibt dabei, mit zwei Kreis zu spielen. Ja. Und Lena Feinieder wird da echt hart bekämpft. Aber sie bringt da Action in die Partie, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja. Da ist Bewegung drin jetzt. Die Abwehr muss sich auf jeden Fall mehr bewegen und mehr anstrengen. Ja, was ich so ein bisschen monieren würde, ist, wenn die den Übergang gemacht haben mit Lena als zweite Kreisspielerin und es funktioniert nicht, dann müsste sie wieder raus. Dann bleiben sie so eng mit zwei Kreis und es findet alles nur noch im Zentrum statt. Und da steht Ludwigsburg dann. Andersrum kann ich es nachvollziehen, weil mit ihr auf rechts außen, ja, den Abschluss willst du wahrscheinlich auch nicht haben. Ne? Nein, aber da muss sie wieder reinlaufen. Den Wurf darf sie sich nicht nehmen, aber er ist drin und Tor entschuldigt, Lotta Röpke. War schon komplett in der Rücklage und jetzt in der 5-1 vorne vor gerade. Ja, war schon voll in Rücklage, hat noch einen kleinen Stoß bekommen, dass der Wurf reingeht. Ja, manchmal sind das für die Torhüterin die schwersten oder die unglücklichsten Würfe. Dann. Genau, wo dann die Schützin am Ende selber nicht mehr weiß, wo sie hin ist. Die sind schon auf dem Weg in eine Ecke dann und dann kommt er noch so angetrollert. Ja, verliert Ariane Fundstein das 1 gegen 1. Und dann gibt es einen 7 Meter. Und dafür kommt Madita Koros zurück ins Spiel. Mareike Thomeyer gegen Madita. Mareike Thomeyer bleibt die Siegerin. Beide Tore per 7 Meter, korrekt? Ja. Ja, Xenia Smith ist eine Bank da hinten in der Abwehr. Ne? Was die da wegreißt, das ist schon der Hammer. Okay. Ja, jetzt kommt wieder der Übergang. Da muss Paulina Goller drauf, weil da ist Platz. Ja. Halbe Minute noch zu spielen. Ja, die sollten sie jetzt auch ausspielen. Maike, ich verabschiede mich nach dem Ball, also bleibt gerne noch mal dran. Es gibt gleich direkt eine VfL-Spielerin im Mittelfeld. Jawohl, sehr schön. Schönes Tor von Ariane Fundstein. Ariane Fundstein mit ihrem ersten Treffer. Und ein Fehlwurf hier. Von Guro Nestaka. Sie hat es auch mit dem Heber versucht. Gut. Ja, meine Damen und Herren am Fernseher. Damit ist der Halbzeitstand 10-18 für Ludwigsburg. Die ersten Minuten sahen sehr vielversprechend aus. Dann hat aber Ludwigsburg wirklich angezogen und gezeigt,
was in dieser Mannschaft alles drinsteckt. Und dem VfL so ein bisschen den Schneid abgekauft. Wir hoffen, dass Nils Böhl jetzt die richtigen Worte in der Halbzeitpause findet und sein Team wieder ja, auf die Spur bringt. Dann gebe ich ab an Jonas. Ja, Marie Steffen ist bei mir. Marie, es steht 10-18 für Ludwigsburg. Ich glaube, viele Fehlwürfe, so hoch muss es, müsst ihr nicht zurücklegen, oder? Was meinst du dazu? Nee, also ich glaube, da steht echt eine starke Torhüterin im Tor, aber das entschuldigt nicht, dass wir nur 10 Tore werfen. Wir hatten uns zwischenzeitlich, besonders zu Beginn, gute Chancen herausgespielt, die wir nicht verwandelt haben. Und dann haben die Fehler bestraft, dafür haben sie die Qualität. Und dementsprechend ist das Ergebnis jetzt gerade 10-18. Ja, was müsst ihr tun, dass das jetzt nochmal wieder ein bisschen enger gestaltet wird? Die Qualität und Konzentrität im Angriff behalten und nicht einfach die Bälle wegschmeißen, weil
der Halbzeitpause. Ja. Da werden nochmal die besten Torschützinnen eingeblendet. Ich glaube, Jenny Behrendt von ihren 4 Toren alles Gegenstöße? Oder einen von außen, glaube ich? Ich glaube, einer war von außen, 3 super Gegenstöße gemacht. Antje Döll waren auch... die hat von außen auch gewonnen. Also waren schöne Tore dabei. Lena Feinlieder 2. Ja, man sieht an dieser Tabelle gerade, dass die Wurfquote beim VfL nicht so gut war. Und das war auch so der Knackpunkt in der ersten Halbzeit. Ne? Sie haben gut begonnen, stark in der Abwehr gespielt, auch schöne Sachen im Angriff herausgespielt, aber haben sich nicht belohnt durch Torerfolge, sondern sind bestraft worden von Ludwigsburg durch Konter. Und ja, da waren sie mit 5, 6, 7 Toren weg dann. Du greifst genau das auf, was Marie Steffen noch mal kurz im Halbzeitinterview gesagt hat. Okay. 1:1. Sie sagte jetzt, in der zweiten Halbzeit kommt es darauf an, sich die Chancen rauszuspielen weiterhin, die Bälle nicht so einfach wegzuwerfen und halt die Dinger reinzumachen. Ja, und auch wieder ein bisschen mutiger zu spielen. Ich habe ja mal moniert, dass unsere Frauen so alleine da standen, jeder so 2 Meter rechts Platz, 2 Meter links. Ne, dass sie wieder in diesen Verband besser reinkommen, die Aggressivität auch wieder zeigen. So. Ja, insgesamt kann man eigentlich zufrieden sein, ne? Auch wenn 10-18 steht. Ja, das ist ein Top-Team, Ludwigsburg. Unsere Frauen haben gut gespielt. Es gibt einen Manko, der Abschluss. Der Abschluss. Mit allem anderen kann man, finde ich, auch zufrieden sein. Der Abschluss. Nun steht da auch eine starke Torhüterin bei Ludwigsburg im Tor, muss man auch anerkennen. Auf wobei man Dieter auch keinen Vorwurf machen kann. Also, Dieter hat gut gehalten, hatte auch 4 Paraden. Alexandra Humpert jetzt laut meiner Statistik noch keine. Aber Nils gibt ihr Spielzeit. Ja, manchmal guckt er schon über den Tellerrand hinaus. Ne? Am Wochenende, am Sonntag ist ein schweres Spiel. Wer weiß. Klar, dass Madita auch mal ein bisschen Pause bekommt. Pause bekommt, dass und Alexander mal Spielpraxis kriegt. Bietigheim fängt auch vorne mit einem technischen Fehler an. Ui, das ist eine absolute Fehlentscheidung. Da war die Nummer 19 von Ludwigsburg auf jeden Fall noch dran. Anne Witt. Stark gespielt. Gibt dann den toller Pass von Xenia Schmidt. Gibt es die gelbe Karte gegen Nils Büttel, der allerdings leider tatsächlich total recht hat. Das war wirklich leider eine absolute Fehlentscheidung von Nils Hennekes. Nächster 7 Meter, Mareike Thomeyer. Ja. Den hält sie, Alexandra Hofmann. Sehr schön, gucken wir nochmal. Oh, der war drin. Ja, aber das konnte der Schiedsrichter nicht sehen, weil das rechte Bein ja von ihr quasi drüber war. Wir aus unserer Perspektive. Also, das darf man dem Schiedsrichter nicht ankreiden jetzt. Das hat er keine Chance gehabt, das zu sehen. Das ist die Quittentscheidung für die Fehlentscheidung auf der anderen Seite. Vielleicht. Also, es gleicht sich immer alles aus. Ja, Lisa Borutta aus einer schönen Kreuzbewegung. Und Veronika Mahler trifft. Alexandra Humpert hat sich verletzt, das heißt, da wird jetzt zurückgewechselt. Ja, Veronika Mahler ist voll auf sie zugesprungen. Und sie fasst sich ans Knie, das ist erstmal, glaube ich, nicht das schönste Zeichen bei Handballern, bei Handballerinnen. Ja, sie entschuldigt sie nochmal, sie ist eine total faire Spielerin. Kann sie nichts für, nee, oder? Nee. Auf jeden Fall Schmerzen scheinbar. Dann drücken wir Alexandra Humpert mal alle Daumen, dass das keine schwere Verletzung ist, sondern nur ein Schock. Oh, der hat aber echt Schmerzen, ne? Mhm. Ja. Wobei man ja sagt, wenn es doll wehtut, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ist das jetzt eine Männerlogik? Habe ich mal irgendwo gehört. Nee, alles Gute für Alexandra Humpert. Ja, drücken wir die Daumen, dass es nicht so schlimm ist.
auch da wieder. Merkt klar, das war ein schneller Gegenstoß wieder von Ludwigsburg. Oldenburg war noch nicht hinten und Veronika Mahler dann mit einem einfachen Tor. Ich glaube, das sieht Jakob Westergaard gerne. Sieben Meter. Aber das Tor gehört, finde ich, wieder zu 60% Paulina Goller, weil die einfach super in die Tiefe zieht. Und deswegen, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ja vorhin einmal ein bisschen geschimpft über sie, oder was heißt geschimpft, aber gesagt, ne, sie hat eine hohe Fehlerquote und seitdem top, ja. Macht sie viel Druck. Gibt die Zeitstrafe jetzt für Xenia Smits und den 7 Meter für den VfL. Ja. Merle Lampe tritt an gegen Johanna Bunzen. Aber auch insgesamt fand ich, dass die Mann, die immer weiter gespielt haben, bis wirklich die Chance da war. Ne? Genau. Ja. Und Merle, macht Merle. Rein. Merle macht das Tor zum 12:19. Ja, wieder ein guter Start, würde ich sagen. Ne? Jetzt die zweite Halbzeit fängt auch gut an. Abgesehen jetzt mal von der Verletzung. Ja, die. Aber ansonsten ist da wieder mehr Biss drin. Und Alexandra Rumpert wird hier abseits der Bilder, kümmern sich beide Physiotherapeuten des VfL gerade. Sowas hat man im Handball ja einfach leider nicht gerne. Nee. Hey, aber jetzt hier geht unser ehemaliger Mannschaftsarzt Leo Behler, Dr. Behler, mal hin und schaut sich das an. Stimmt. Er ist immer noch präsent in der Halle bei jedem Heimspiel. Ganz toll. Ist der noch im Dienst? Nein, nicht mehr. Okay. Nein. Ist verdient im Rentenstand und der hat so viele Jahre den VfL begleitet mit seiner Frau und seiner Praxis zusammen. Einfach toll. Zum Spiel, das war der fünfte Pass. Das war der fünfte Pass, deswegen pfeifen sie das ab. Im Zeitspiel. Ja. Also der VfL steht gerade ganz gut. Ja, auf rechts außen ist jetzt Emilia Ronge. Genau, damit haben, glaube ich, alle gespielt, bis auf Lana Teiken heute. Die hat heute scheinbar mal Pause. Das war mal, das sah sehr schön. Super, Paulina macht das gerade, ja. Topspiel. Ariane Funstein mit dem Tor. Ja. Jetzt zweiter Treffer. Es war mal eine gute Überzahl, ne? Ja, tatsächlich, sehr gut, ja. Ja. Pass kam sauber. Ich freue mich, wenn ich eines anderen belehrt werde. Wenn man es grundsätzlich nicht gut spielt, kann es ja trotzdem auch ein anderer gelingen. Ne? So. Ludwigsburg ist ohne Keeper gerade, weil damit sie 6 gegen 6 im Angriff spielen können. Schon wieder passiv. Mareike Thomayer. Ja, schwer zu sehen für Madita. Auf jeden Fall macht Mareike Thomayer auch wirklich grandios nach der Drehung, dann noch den Wurf rauszuhauen im Fallen. Ah, da muss. Schön. Schönes Tor. Das war aber, glaube ich, ein Schritt zu viel. Aber lassen wir mal gelten. Egal. Ja, und das muss die Zeitstrafe noch geben für Jana Martens. Sie ist da leider im Wurfarm. Dann gibt es den 7 Meter, da kommt Antje Döll, ja, die den ausführt gegen Madita. Ja, abgetummelt. Auch sie bleibt Siegerin in diesem Duell. Aber dann müsste, wenn es jetzt nach dir geht, ja jetzt die Phase des VfL kommen in Unterzahl. Und gerade noch von gesprochen, ja, kommt Lana Teiken jetzt doch zum Einsatz. Ja, da ist sie, genau. Ja, es ist gut. Paulina nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr. Weil die macht gerade echt ein gutes Spiel und übernimmt die Verantwortung. Ja. So, nochmal das gleiche jetzt passiv angezeigt, jetzt muss einer rauskommen auch. Ui! Schöner Heber. Schade. Geht an die Latte. Ah. Eigentlich gut zu Ende gespielt vom VfL. Und da kommt das Abschlusspech wieder dazu und ja, Ludwigsburg ist da gnadenlos. Ja, obwohl das war gerade wirklich toll gespielt.
und von Lisa Borutta super gesehen, dass Ariane Pfundstein da stand. Aber den Heber dann auch nur aus dem Stand zu machen, ja, ein bisschen abspringen vielleicht noch. Dann, ja, ne? Aber war, glaube ich, eine gute Option, weil Johanna Bunzen ihr voll entgegengesprungen kommt. Ja, aber gerade dann ist es noch mal schwieriger. Oder tunneln. Ne? Ja, oder dann, tunneln. Ne? Ja. Der geht immer. Kegeln. Ach. Schöne Sperre. Also ja. Ariane Pfundstein macht echt ein gutes Spiel da auch. Darf man auch mal sagen. Super. Und wieder ein toller Pass von Paulina Goller. Ja, ja, dann ist die Überzahl ganz schnell ausgenutzt. Anne Witt mit ihrem dritten Treffer. Da spielen sie gnadenlos runter und der VfL ist jetzt auch wieder voll. Ja. Ja, und erstaunlich, Merle Lampe und Toni Reinemann, die ja sonst der Dreh- und Angelpunkt des VfL Angriffsspiels sind, relativ viel heute auf der Bank. Hier auf der Bank wird schon wieder passiv gefordert. Ja, wir gehen ein bisschen sehr quer gerade. Wenig Tiefe im Spiel, ja, ne? Ja, genau. Zwar viel Bewegung, aber wir bringen die Abwehr dabei gar nicht so in Bewegung. Passiv wieder. Genau, hoch. Nee, da kann sie auch mal selber werfen. Ja, den muss sie dann nehmen, richtig. Aber war auch gut verteidigt. Ja, schön von Jane. Kriegt sie den Pass immer noch weiter, ne? Also Bietigheim ist schon wirklich eine Spitzenmannschaft. Das Tor jetzt durch Dorothea Faluwegi. Ihr erster Treffer heute. Und da sind es dann, glaube ich, zum ersten Mal 9 Tore. Ja, aber wenn man die zweite Halbzeit jetzt betrachtet, dann... Dann einer. Führt, ja, Ludwigsburg nur mit einem. Ne? Also da haben die jetzt die 8 Minuten sehr ausgeglichen gestaltet. Das stimmt. Das ist der richtige Pfiff, glaube ich, in meinen Augen. Eiskalt. Veronika Mahler. Wir strafen jeden Fehler sofort. Ja, gnadenlos. 10 Tore, ja. Ja. Johanna Bunzen, ich glaube, die erste Parade dieser Halbzeit. Ja, ich habe 7 insgesamt. Ja, ich hab die 8. Achte, genau. Ja, kann auch gut sein. Ja, schöner Pass von Mareike Thomayer. Genial. Ja, und auch die super verwandelt. Die zieht sich schön hoch. Faluwegi. Ja, das wird jetzt hoch. Ist auch aus Trainerperspektive, Michael. Was macht man da als Trainer? Nimmst du jetzt noch eine Auszeit? Also das Spiel ist weg. Also das wird nicht mehr. Ich würde die jetzt noch, glaube ich, noch gar nicht nehmen. Ja, das ist halt die Frage. Er hat noch eine? Zwei. Ja, zwei. Das ist halt die Frage. Du weißt, das Spiel ist verloren, da geht nicht mehr viel. Und Paulina muss hochgehen. Da darf sie auf dem ersten. Die ganze Fußstellung ist schon quer zum. Ja, da darf sie auf jeden Fall hochgehen. Ne? Ja. Gibt es noch wie viele Pässe? 4 gibt es noch. Ja, also ich denke, dass Nils Bödler auch schon an das kommende Spiel denkt. So, oder denken muss. Klär uns mal auf, gegen wen geht es als nächstes? Hast du so einen Kopf gerade? Das ist jetzt am 9. Ist es jetzt nicht das Pokalspiel gegen Leverkusen das nächste? Hilf mir. Ich würde einen Joker ziehen und mal kurz aufs Handy gleich gucken. Ja. Am Sonntag. Ja, dann. Und der nächste Fehler gnadenlos bestraft von Veronika Mahler. Ja, am 13.10. hier zu Hause, VfL Oldenburg gegen Bayer Leverkusen, DHB-Pokal. Ja. Maike, du hast einfach Ahnung.
aber auch ein cooles Los. Also da ist man auf jeden Fall alles andere als chancenlos. Und Heimspiele im Pokal nimmt man immer gerne. Ne? Ja, Ariane Funkstein, glaube ich, bisher einen Fehlwurf und die anderen macht sie weg. Macht wirklich ein gutes Spiel. Marie Steffen wird heute auch mal viel geschont. Die wird dann wahrscheinlich am Sonntag wieder viel gebraucht. Und das muss auch mal sein, dass man noch mal einen Abpraller bekommt. Ne? Ja. War ein guter Wurf wieder von Paulina. Ne? Hat sich zum Pass entwickelt. Ja. Ah, schade, schön verteidigt von Janne Martens. Schöner Dreher. Ja, super Dreher. Ja. Ja, Ludwigsburg spielt viel über die Außenpositionen, gerade im Gegenstoß, aber auch im Positionsspiel. Gute Außen, machen fast alles rein. Kriegt Madita noch keinen Stich diese Halbzeit. Ja, ich meine, 13 Tore haben die Außen schon geworfen, ne? Ja, und davon bestimmt 10 oder 8 Gegenschüsse. Mehr sogar. Ja. Gibt den 7 Meter, weil es da noch den Kontakt gibt. Ja. Von Falovegi. Kommt da wieder Merle Lampe? Ja, sieht so aus. Auch den macht sie weg. 2 aus 2. Strich einwandfrei. Ah, da geht's. Perfektes Sperre absetzen. Ja, über zwei Stationen dann auch, ne? Sie hat sich abgesetzt von Toni Reinemann und hat noch eine Station überlaufen und genau. War dann frei. Ne? Anderthalb ja. Lücken weiter quasi. Ja. Ja, jetzt kommt Nicole Roth gleich bei Ludwigsburg. Der Johanna Bunzen hält auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gar nicht mal so viel gerade. Also ist noch nicht so das Spiel der Torhüter auf beiden Seiten irgendwie so. Na. Wobei bei Bietigheim oder Ludwigsburg schon eher. Da sind es 8 Paraden bei 17 Gegentoren. Ist halt auch schon eine ordentliche Quote. Ja, ja. Ja. So, das muss eine Zeitstrafe geben. Nee, gibt es nicht. Ja, ist aber dicht auf einen Schrittfehler, oder? Ja, kann auch sein, ja. Ich glaub, einigen uns auf 9 Meter. Ja, 9 Meter. Gerade stand. Und wieder passiv. Also Ludwigsburg steht da echt sicher und fest hinten in der Abwehr. Stürmer voll, ja, doch. Schritte zeigt er an gerade, genau. Ja, weiß ich nicht. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Nee, denke ich auch mal. Sie macht eine Wurftäuschung, Spielerin bleibt stehen und sie rennt weiter. Also. Viertelstunde noch zu spielen. Viola Leuchter jetzt wieder im Spiel zurück. Ja. Das ist ja auch die Nachwuchshoffnung im deutschen Handball auf Rückraum rechts. Hat einen unheimlichen Zug im Arm. Ah, und wieder das gleiche wie den Angriff vorher, ne? 10 Meter, ja, genau. 2 Lücken weitergezogen. Und da kommt wieder Antje Döll. Sie will es noch mal wissen. Den hat Madita Kohors. Das hat Madita gemacht. Ja, das war mal wieder Zeit. Den hält sie sehr schön, Madita. Sehr lange gewartet. Genau. Ja, und diese Aktion müssen die einfach mitnehmen für das Pokalspiel jetzt am Sonntag. Ne? Genau. Also ich glaube, im Kopf hat sich bei allen eingestellt, das gibt halt heute eine Niederlage. Aber am Sonntag 16:30 hier am gleichen Ort. Da will man natürlich in die nächste Runde einziehen und nach Möglichkeit wieder ins Pokalfinal vor einziehen. Da ist der VfL ja mittlerweile Stammgast, glaube ich, gewesen in den letzten Jahren. Ja, das ist...
und nie chancenlos gewesen. Nee. Ja, ist zu eng. Es ist jetzt alles in der Mitte, ne? Dadurch, dass beide Kreisspielerinnen. Alle drei. Drei kann man, ja. Und da gibt es eine Zeitstrafe für Fallo Vicky. Sehr glücklich. Ich glaube, über den Pfiff darf sich der VfL sehr freuen gerade. Ja. Wird auch direkt zurückgewechselt. Der war sehr schön gespielt. Ja, super. Sehr schöne Übersicht. Ladateig, schönes Tor. Schön herausgespielt. In Überzahl. Sieht die Kreisspielerin von Ludwig so nicht so, dass sie weggeschubst hat. Egal. VfL noch 50 Sekunden Überzahl. Kommt wieder der Auf- oder die Auflösung auf zwei Kreis. Ah, den darf sie rauslegen, glaube ich. Toni war ganz frei. Eigentlich ein schöner Spielzug, man hat viele Optionen in Überzahl. Aber wenn dann natürlich irgendwie die Bälle einfach weggeworfen werden, ist das natürlich ärgerlich. Ja, das war dann jetzt zweimal. Ja, ich wollte noch mal kurz auf den Pokal zu sprechen kommen. Ich glaube, HB Ludwigsburg hat seine Aufgabe schon erledigt. Die haben letzten Mittwoch gegen Buxtehude mit gewonnen. 10, ja. 27-37, die sind schon in der nächsten Runde. Richtig, das haben sie auch schon abgearbeitet, muss man so sagen. Ja gut, die hatten ja auch keine Bundesligaspiele bisher. Nur zwei. Den fängt Merle Karsten, Merle Lampe sehr schön ab. Und die Auszeit von Nils Bödel, da hören wir doch einfach mal rein. Ja, jetzt finde ich auch den Zeitpunkt richtig. Ne? Wir haben ein bisschen die Struktur im Angriff wieder verloren. Ich denke, dass er jetzt ganz klar sagt, was gespielt werden soll. Kreis, ja. Guckt, tipp was unten gegen ihn, gerade wo wir gespielt haben, schon zwei, dreimal unten. Oben sind viele Arme. Unten geht, wenn wir da reinkommen. Ja, wenn wir die Position haben, wenn wir hier 1-1 wieder mal da reingehen, geht es tipp was rein. Ja. Gut, wir spielen einen Schweden. Ja. Ein Schweden, guck mal, eine rauslaufen zum Wechsel, wenn wir links aus am Bereich sind. Ja. Gut, weiter, haben wir Vollgas und nach vorne Tempo. Ja. Ich habe nicht so viel verstehen können am Ende. Tempo. Ja, achso, in der Abwehr weiter so, da ist er ganz mit zufrieden und weiter Tempo. Und im Angriff hat er halt gesagt, was Schweden spielen sollen, wer rauskommen soll. Ja. Ne? Also ganz klare, ruhige Anweisungen, nicht zu viel. Das macht er wirklich gut für die Auszeiten. Ja, mittlerweile ja auch schon. Ich glaube, seit 7 Jahren hier im Amt. Oh, bestimmt. 8. Jahr irgendwie so, ja. Ja. Ja, und weiterhin drei Kreisläufer, also alles zentral. Das ist ja das Coole bei Nils, der probiert ja auch mal unmögliche Dinge. Ne? Naja, so schafft er es natürlich, Ludwigsburg nach hinten zu drängen. Ne? Ja, so. Das stimmt. Ja. Es ist nur, aber halt auch sehr kompakt. Ne? Ja, ist schwer dann durchzukommen. Ja. Und dann hast du halt einen Wurf, den du nicht haben willst. Ja, das Rückspiel zum Kreis war ja clever gemacht von mir, ne? Auf jeden Fall. So, passiv wieder. Ja,
Falsche Sperre pfeift er, glaube ich. Und ist auch einfach zu eng da. Ja. Und Jenny ist schon wieder auf dem Weg. Macht ihren fünften Treffer. Aber er experimentiert weiter und finde ich auch immer sehr bemerkenswert, dass Nils sich auch mal Sachen traut, die sonst keiner macht. Ne? Hat damals angefangen, die sieben Feldspieler da mit drei Kreis und jetzt so. Wieder ein Fehler. Nächster Fehlpass. Ich glaube, der war zurückgepfiffen. Der wurde nicht richtig ausgeführt. Das heißt, die Parade von Madita bringt dem VfL leider nichts. Leider nichts. Aber das kommt dann an so einem Tag auch dazu. Ne? Dann hältst du den Freien und dann wird zurückgepfiffen. Ja. Und, ja. Aber lieber, alles kommt an einem Tag zusammen. Ja, schön. Viola Leuchter. Mit ihrem dritten Treffer. Er ist geblockt worden, Einwurf aus der Ecke. Und Nils macht weiter mit seinen drei Kreisspielerinnen und drei Raumspielern. Nein, das ist ein weggeworfener Ball. Also ja, die Hand war zu sehen von der Kreisläuferin, aber das war halt doppelt gedeckt. Und aber das waren auch Hände von Ludwigsburg zu sehen, also die kann ich nicht einfach so dahin spielen. Nee, das ist etwas leichtsinnig. Naja, bleibt dabei. Ja, man kann den VfL-Spielerinnen noch ansehen, dass sie nicht so böse sind, wenn das Spiel gleich irgendwann vorbei ist. Nee, ich glaube, damit haben sie sich abgefunden. Aber sie sollten schon noch jetzt auch gerade die letzten 9 Minuten noch so gestalten, dass sie mit einem guten Gefühl da rausgehen. Ja, das ist super gespielt, das gibt eine Zeitstrafe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war schön. Ja. Goro Nestaka. Da kommt dann wahrscheinlich jetzt Merle Lampe wieder an den 7-Meter-Punkt. Gegen Nicole Roth diesmal. Ja. Ja, und Merle bleibt souverän. Drei von drei haben sie im Meterstrich. Wenn ich mich nicht recht täusche, dann ist jetzt Julia Niewiadomska auch zum ersten Mal auf der Platte mit der 44 bei Ludwigsburg. Jetzt gerade Rückraum links. Ja. Sie hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur ganz kurz mal einen Einsatz gehabt. Ne? Ja, kann wohl sein. Ja. Fällt mir gerade jetzt das erste Mal auf. Ist auch die einzige Spielerin, die noch keinen Torerfolg bei Ludwigsburg hat. Alle anderen haben sie schon in die Torschützenliste eingetragen. Stimmt. Ist auch, glaube ich, noch eine sehr junge Spielerin. Hat auf jeden Fall vor 2 Jahren, weiß ich ganz sicher, noch bei Halle Neustadt 2 gespielt. Also muss noch sehr jung sein. Marie Steffen, Tor ins leere Tor. Auch ihr erster Treffer? Ja, der erste, ja. Hat ja auch wenig gespielt bisher, ne? Am Anfang und dann relativ viel Pause bekommen. Ja. Na gut verteidigt hier von dieser Marie Frage. Ja, gerade bei Viola Leuchter muss man halt zusehen, dass man auf Wurfhand steht. Weil die ist so groß, wenn die den Arm frei hat, ist das in der Regel ein Tor. Da ist wohl irgendjemand durch den Kreis gelaufen. Aber guter Rückzug wieder von Ludwigsburg. Ne? Also Oldenburg schafft es echt wirklich selten mal einen Konter einen Gegenschuss zu laufen. Das ist jetzt die dritte Auszeit von Nils.
Nee. Ja? Och, ich doch, glaube, oh ja. Doch. Hören wir noch mal rein. Mal gucken, ob wir ihn jetzt besser verstehen. Oder ich. Gut, hey. Ja. Bleib unten, auch wenn der eine jetzt ankommt. Das Ding hier spielt so scheiße rum, ja. Können wir vorher auch Tipp unten, ja. Wir spielen vier, ja, vier und dann direkt in die Kreuzbewegung, ja. Kriegen den Ball und prellen direkt hier rein, das Kreuzbewegung da, ja. Gut, drei Kreis, hier wieder den Wechsel, Lana Abwehr. Lange Spiel, aber wir haben drei Kreisläufe, aber aus dem Rundraum zu schießen, wenn wir 8 Meter mit Tempo kommen, gönnt das noch, ja. Einfach raufballern. Oder Zippers runter, ja, mit Abstand, ja. Geh nicht zu dicht drauf, bleib Kreuzung auch. Mehr, maximal 8 Meter, ansonsten brauchen wir, ja. Auf, auf, geht's auf, ja, Nils scheint bei den drei Kreislaufern zu bleiben und wünscht sich viele Doppelkreuzbewegungen und will, dass die Mädels schießen. Ja, eventuell mal ein Tipppass an den Kreis, aber auch mal ein Wurf von hinten, ne? Wenn, wobei sie ja nicht zu weit reingehen sollen, sondern bei 8 Meter dann auch ja, den Mut mal haben, da mal reinzudonnern. Ja, für 1 gegen 1 ist ja auch kein Platz. Das ist alles nicht. Alles voll. Genau. Macht als Kommentator hier total Spaß, das mal anzuschauen, weil wann sieht man das mal mit drei Kreisläufern, ne? Kommt jetzt wahrscheinlich zeitnah das Passivzeichen gleich von den Schiedsrichtern. Kommen wieder Doppelkreuze. Aber ja, da müssen sie jetzt nach vorne und hoch. Nee. Ja, ein schöner Tipppass. Ja. Ah. Ah, ist das ein 7 Meter, Maike? Ich würde sagen, Dankeschön. Ja, sehr genau. Können wir schlecht von hier beurteilen. Ja. Der Schiedsrichter hat es so gesehen und finde ich total in Ordnung. Ja. Wollen wir uns nicht beschweren, nee, aber. Genau. Darf man sich auch nicht beschweren, wenn es den nicht gibt, glaube ich. Nein, und. Jetzt tritt Paulina Goller an, warum nicht Merle? Ja. Ja. Eigentlich also, saubere Quote. Paulina hat auch einen guten Lauf. Ja, hat sie. Ja, das Ziel könnte natürlich jetzt lauten, möglichst einstellig zu verlieren. Und durch solche Fehler kann das natürlich klappen. Das stimmt. Auch ungewohnt zu verteidigen auf halb rechts gegen eine Linkshänderin hat man auch selten. Ne? Ach doch, ganz früher weiß ich noch, dass Dagi Stellberg immer gerne mal als Linkshand auf vollkommen links gegangen ist. Okay, das ist dann aber wirklich einer der wenigen Einzelfälle. Ne? Ja, und Ariane von Stein macht's Bombe heute, muss man ganz klar sagen. Beste Torschützin beim VfL Oldenburg mit 5 Toren. Jakob Westergaard nimmt gerade die Timeout-Karte in die Hand. Auszeit, ja. Ist dann auch seine letzte, weil in den letzten 5 Minuten Ja. Das darf keine mehr nehmen. Ja, und wenn man jetzt nur die zweite Halbzeit betrachtet, dann ist es nur mit einem. Nur mit einem. Ja. Also ne, dann war die zweite Halbzeit auf jeden Fall ist besser, glaube ich. Hören wir mal zu, wie unzufrieden er ist. Never, if it's in the middle, if it's out here, we don't want the people, you need to invest more. It's not enough just to try to go around her. You have to face her and you have to take her. We don't want her to shoot. Everybody else is not dangerous for us. You have to chase it a little bit and you will go in, you will be playmaker, you will go on keeper position. No, you will be left back, you will be playmaker, you will go on right back position. You will go in the middle defense, you will change offense, defense, you will stay as number 5. If you will come out, you will go in. Yep, go! Come on, go! 5 minutes, give come the focus! Ja, die Auszeit hatte viel Inhalt. Ich glaube, er war nicht so ganz zufrieden mit seiner Abwehr. Nee, genau. Er fordert, dass sie wirklich ihre Gegenspielerinnen nicht nur da stehen, sondern sie auch wirklich festmachen, dass sie eben nicht mehr zum Abspiel kommen. Also habe ich es verstanden. Ja. Hatte auf jeden Fall sehr viel Inhalt, die Auszeit. Und klang nicht ganz begeistert, trotz 9 Tore Führung. Also. Ja.
Ja, der Lampe fängt den Ball ab. Kriegt den auch nur so halb weitergespielt. Ja, ist glaube ich richtig. Und eine Verletzung. Julian Iwiadomska. Scheint auch echt Schmerzen zu haben. Ja. Oh, ein nicht so schöner Mittwoch heute irgendwie heute hier in der Halle. Gute Aktion vom Merliner Abwehr, gutes Timing, wo sie da rausgekommen ist. Schade, dass sie den ersten Fehler hat sie selber dann gemacht. Das, ne? Das ist dann halt der einzige Nachteil an dem vielen Harz. Ja, genau. Heutzutage, dass man halt nicht mehr vernünftig prellen kann. Ja, dann kam der Pass zu Marie, kam auch auf die Füße. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen mitgekriegt hat, da ist der Bildschirm direkt davor jetzt. Ja, sie wurde, glaube ich, festgemacht. Es wäre ein Freiwurf gewesen, aber ich glaube, es waren noch Schritte vorher. Von daher ist alles egal, Hauptsache... Ja. Ne? Julia Niewiadomska hat sich hier nicht verletzt. Sieht ebenfalls leider nicht gut aus. Eben ein gebrauchter Tag hier heute in der WE Arena. Ja, das wäre echt ärgerlich, wenn man hier mit zwei verletzten Spielerinnen rausgeht, weil das Spiel ist total fair. Ne? Ja, also, eben. Keine überharten Fouls oder so. Beides unglückliche Aktionen. Ja. Mal gucken, ob die jetzt aufstehen kann. Dann können wir uns dem Heimsprecher nur anschließen. Alles, alles Gute. Gute Besserung an Julia Niewiadomska. Ja. Wir drücken alle Daumen, dass das nicht allzu schwer ausfällt. Okay, die letzten 4 Minuten laufen. Bitte ich Ludwigsburg, entschuldige, jetzt mit zwei Linkshänderinnen im Rückraum. Kreisläuferin läuft durch den Kreis. Kreis das erneut. Ah, da der Lauf von Paulina könnte da ein bisschen mehr im Bogen sein. Dann kommt kann sie super selber schroten, ne? Genau. Ja. Dann bildet Merle quasi den Schirm für sie und sie könnte in dem Moment darüber hochgehen. Sie kommt zu parallel, als dass sie werfen kann. Ja. Ne? Ja. Also eigentlich passt das sonst so von der Kreuzbewegung. Vom Timing auch gut, ne? Ja. Schöner Pass von dieser Borutta hier auf Marie Steffen. Also da, das klappt jetzt doch einigermaßen, das Spiel über den Kreis. Da legen sie den Ball häufig gut rum durch die Beine. Ja. Sieht man ja auch daran, dass Ariane Fundstein am Kreis die beste Werferin ist. Also das war tatsächlich ein Mittel heute eigentlich. Absolut. Der Freiwurf. Ja, eine sehr quirlige Spielerin hier, die Anne Witt. Gute Täuschbewegung. Es gibt die Zeitstrafe für Marie Steffen. Ja. Auch verdient auf jeden Fall. Das ist die zweite für den VfL. Pass, er war aber im Aus. War im Aus. Von daher geht es mit Tor ab bei Madita weiter.
Und Manita Kohos geht vom Feld, um den sechsten Feldspieler aufzufüllen und die Unterzahl wettzumachen. Das Ergebnis scheint jetzt einigermaßen noch im Rahmen zu bleiben. Paulina Goller kriegt aber den Abpraller beim VfL. Der Wurf ins leere Tor? Nee, doch nicht. Nee. Madita hat es rechtzeitig geschafft. Oh, links war Antje Döll frei. Hat sie nicht gesehen. Ja. Na gut, haben wir nochmal Glück dazu. In der letzten Minute hier. Die letzte 7 Minuten Oldenburg. Ich will das mal hören. Gucken, gibt nochmal Anweisungen für Paulina Goller hier für den letzten Angriff. Könnte gleich fast schon passiv sein. Ja, ich hätte schon passiv angezeigt, ganz ehrlich. Also, aber es geht ja jetzt um nichts. Ne, nee, das stimmt. Aber Jakob Westergaard moniert das auch, dass der Angriff wirklich sehr, sehr lange dauert. Ja, der Pass kommt nicht an. Und jetzt sehen Sie Antje Döll. Und die macht dann nochmal eben ihr 6. Tor. Damit dann die erfolgreichste Werferin bei den Gästen heute. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Immerhin einstellig aus Oldenburger Sicht. Ja. 23:32 für die HB Ludwigsburg, absolut verdient. Auf jeden Fall, Halbzeit war, glaube ich, 10:18. Genau, das heißt, zweite Halbzeit mit einem nur. Also ja, zweite Halbzeit war, glaube ich, auf jeden Fall besser. Liegt natürlich auch daran, dass Bittichheim das wechselt am Ende. Ne? Aber genau, Maike, ich mache mich auf den Weg für die Interviews oder zu den Interviews. Hab gleich noch von jeder Mannschaft eine Spielerin da. Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Habt noch einen schönen Abend, auch alle zu Hause. Das wünschen wir Ihnen auch zu Hause. Und dann freuen wir uns, Sie am Sonntag wieder begleiten zu dürfen. Schönen Abend noch.